Hallo. Ich würde gern was teilen. Es hat auch so ein bisschen mit dem Thema zu tun, von wegen, es ist nicht immer alles so, wie es scheint und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch wenn es nach außen hin manchmal so wahrgenommen wird, insbesondere durch Social Media und dem meist ausschließlichen Teilen der eigenen Highlights. Das war auch wieder ganz lustig, da ich gemerkt habe, dass die Wahrnehmung von einigen Menschen in dem Moment, wo ich eine Information bekannt gegeben habe, erstmal sehr positiv war, obwohl ich das tatsächlich eher aus negativen Gründen angefangen habe zu tun. Und zwar zu fasten. Also ich meine dieses intermittierende Fasten. Auch bekannt als 16:8, 16:8 oder 8:16. Also wo man 16 Stunden lang nichts isst. Und innerhalb eines 8-stündigen Zeitfensters ist. Das habe ich einmal vor irgendwie Jahren, als ich Athlet war, ausprobiert, weil ich gelesen habe, dass es irgendwie gut sein soll für den Körper und die Leistungsfähigkeit steigern kann. Und habe sofort gemerkt, nee, gar keine Chance. Ich kriege sehr, sehr schlechte Laune, wenn ich das mache und habe das dann niemals wieder probiert. Das muss 2014, 15 gewesen sein, als ich Wettkämpfer war. Ja, und jetzt tatsächlich. Zum Ende dieser Woche ist es meine dritte Woche, in der ich hatte damit am Montag angefangen, das ausschließlich jeden Tag durchgezogen habe. Aber nicht irgendwie aus Gründen von wegen, ja, Selbstdisziplin oder ja, ich mache das wegen der mentalen und kognitiven Benefits, die es angeblich geben soll, über die ich auch gleich noch was erzählen kann. Nö, ich habe das einfach aus zwei Gründen angefangen zu machen und die sind jetzt nicht eher positiv, sondern fast schon traurig. Der eine, ich hatte einfach in letzter Zeit so viel Arbeit und so viel Stress und so viel zu tun, da hat es mich einfach überfordert, morgens mich mit einem Frühstück auseinandersetzen zu müssen. Weil es für mich so viel Stress bedeutet hat, nicht nur die Nahrung zu mir zu nehmen, also zu essen. Und die Zeit, die das kostet, selbst wenn man es runterschlägt, 5 Minuten, sondern auch die Zubereitung, aber auch die Beschaffung. Ich habe einfach gemerkt, es stresst mich morgens, damit Zeit verschwenden zu müssen, weil ich so wenig Zeit hatte und so viel zu tun, dass ich lieber das Frühstück einfach ausfallen lasse. Und mich zuerst an den PC setze, weil ich morgens, am frühen Morgen oder zumindest nach dem Aufstehen, ob es jetzt 5 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens ist, aber meistens stehe ich so um vor 6 auf, ohne Wecker tatsächlich. Und da bin ich so hochleistungsfähig, da habe ich Motivation. Wenn ich die mal nicht habe, dann habe ich da relativ, es ist für mich einfach mit Willenskraft, mich so selbst zu disziplinieren. Und ich merke einfach, ich arbeite irgendwie gefühlt dreimal so schnell. Ich schaffe in einer Stunde das, was ich am Nachmittag in 3 schaffen würde. Und das hatte ich zeitweise auch ausprobiert aufgrund von meines Tagesplans, dass ich das dann halt am Nachmittag gemacht habe. Und gemerkt habe, boah, erstmal habe ich gar keinen Bock. Ich habe richtig Probleme, mich dazu zu zwingen. Und wenn ich es tue, ist das Ergebnis trotzdem scheiße. Ich brauche 3 Stunden für etwas, was eigentlich nur eine Stunde dauern muss. Und das ist ein Grund, warum ich angefangen habe zu fasten, weil ich das einfach wertschätzen lernte innerhalb kürzester Zeit. Dann dachte ich eigentlich, ja, dann bin ich meistens so um, keine Ahnung, 7 oder 8 damit fertig, je nachdem, wann ich aufgestanden bin. Und dann frühstücke ich halt. Aber dann fingen wir halt an, bei IPA 10 Uhr Einheiten zu machen. Und dann hatte ich dafür irgendwie nicht mehr den Kopf noch vor dem Training da, mich erneut mit der Nahrungsaufnahme, mit der Zubereitung und der Beschaffung und so weiter auseinanderzusetzen. Sondern habe es dann halt erst nach dem Training gemacht. Das Training endet in der Regel um 11:30 Uhr und dann habe ich halt erst um 12 gefrühstückt, was normalerweise sonst meine Mittagsessenszeit war. Ja, und der zweite Grund ist auch ganz ehrlich, ich habe aktuell aufgrund der finanziellen Wagnissituation, in die ich mich begeben habe mit der Expansion von IPA, habe ich einfach auch, was Geld angeht, ein Bedürfnis, dieses sparsam einzusetzen. Ja, stellt sich heraus, durch intermittierendes Fasten spart man Geld.
Denn ich schaffe es nicht mehr im Zeitraum 12 bis 21 Uhr, also ich habe nur ein 15-stündiges Fastenzeitfenster, wenn ich dann von 21 Uhr bis 12 Uhr faste, schaffe ich es nicht, die Kalorien zu essen, die ich normalerweise von 8 bis 21 Uhr gegessen hätte oder von 7 bis 21 Uhr, irgendwie so. Schaffe ich einfach zeitlich nicht, weil ja, um 12 frühstücke ich dann halt. Dann esse ich meistens nochmal, wenn ich so gegen 14, 15 Uhr Hunger bekomme, so einen proteinangereicherten Joghurt. Und dann ist auch schon Trainingsbetrieb. Und dann ist nichts irgendwie mit einem warmen Mittagessen, was ich dann irgendwie verspätet nachholen könnte oder so. Weil ich um 12 erst gefrühstückt habe. Und dann esse ich halt abends wie immer. Und um das Training um 20 Uhr zu Ende ist, dann esse ich meistens so um vor 21 Uhr, aber auch nicht deutlich früher. Je nachdem. Und dann gehe ich auch schon ins Bett. Also ich esse einfach deutlich weniger und spare damit Geld. Und das ist der zweite Grund, der nicht so ruhmreiche Grund, warum ich mit intermittierendem Fasten angefangen habe. Weil ich aktuell Geldsorgen habe. Und mich das irgendwie entspannt, nur zweimal am Tag Geld einsetzen zu müssen, um mir Nahrung irgendwie zu beschaffen. Ja, und dann aus dieser interessanten Notsituation heraus habe ich tatsächlich auch die Benefits, die mentalen und kognitiven Benefits kennengelernt, die jetzt meiner Meinung nach gar nicht so krass sind, wie sie vielleicht in irgendwelchen Fitnessartikeln im Internet dargestellt werden. Aber ich merke schon, dass ich einfach irgendwie ja, fresher bin, weil nach jedem Essen bin ich in der Regel erstmal so, jo, jetzt chill ich erstmal ein bisschen. Das genieße ich zum Beispiel mittags sehr nach meinem Frühstück, da mache ich erstmal Pause. Zu dem Zeitpunkt habe ich meistens auch schon ziemlich viel gearbeitet, deswegen das mehr als angebracht ist. Und dann chill ich erstmal so bis 14 Uhr. Mach ich schon mal so 2 Stunden Pause, ja, von 12 bis 14 Uhr meistens. Und abends ist es dann auch so, okay, bin ich müde und gehe schlafen. Auf jeden Fall, eigentlich ist der Hauptbenefit, den ich festgestellt habe, ich spare Geld, aber ich spare auch einfach Kalorien. Also ich habe deutlich abgenommen. Ich habe wirklich doll abgenommen. Letztens das erste Mal seit Ewigkeiten gewogen. Ich wog sonst immer so 95 bis 97 Kilo. Je nachdem, wie fit ich gerade war, war ich ein bisschen schwerer. So, weil ja, mehr Wasser in den Muskeln halt ist. Ja, und jetzt habe ich halt abgenommen. Weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Also einerseits schon so. In meinem Gesicht, finde ich, sieht das ganz gut aus, dass man einfach ein etwas schlankeres Gesicht hat. Aber so an meinem Körper, ja, meine Schultern waren schon mal breiter. Meine Arme waren schon mal dicker. Aber das war halt letztens genau wieder so, als ich das, habe das halt mehreren Leuten erzählt so und habe direkt irgendwie voll so dafür irgendwie so, sag ich mal, Anerkennung bekommen, obwohl ich das gar nicht aus Gründen gemacht habe, irgendwie so aus ruhmreichen Gründen, sondern halt aus Scheißgründen. Zeitmangel, zu viel Stress und zu wenig Geld und deswegen faste ich. Eigentlich will man ja sagen können, yo, ich mache das, weil ich bin voll der krasse Fitness-Typ und ich habe einen Ernährungsplan und ich habe ganz viel Selbstdisziplin und wenn überhaupt, habe ich einmal die Woche einen Cheat Day. Nee. Ja. Das wollte ich teilen, weil das erneut wieder so ein bisschen ins Thema reingeht. Außendarstellung oder auch Außenwahrnehmung von Menschen. Und wo ich in letzter Zeit vermehrt Wert darauf lege, solche Sachen, wenn ich sie feststelle, gerne auch zu korrigieren und einfach ehrlich zu sein. Und ja, damit so umzugehen, wie es halt auch wirklich ist. Das wollte ich teilen. Schönen Tag.